Wir haben also jetzt drei Wellengeneratoren momentan im Einsatz. Der erste macht die Y-Amplitude, der zweite macht Rot und der dritte macht Grün. Und so wie das hier jetzt aussieht, ist es sauber gelb von vorne bis hinten, wenn man das laufen lässt. Ja. Und wir haben hier keine farbigen Ränder. So, wenn ich hier jetzt die Phase einstelle, zum Beispiel bei dem Roten, den Wert 20 eingib und gucke mir die Vorschau nochmal an, dann sieht das Ganze schon anders aus. Da habe ich jetzt einen roten Anfang, dann ist es gelb und grün am Ende. Das heißt, der rote Wellengenerator eilt wohl den grünen ein ganzes Stück voraus. Wenn ich da jetzt zum Beispiel 180 einstelle, dann heißt es, der eilt eine halbe Welle voraus. Das heißt, wenn ich mir das angucke, ist es unten rot, oben grün. Das ist die Phase. Die Phase sagt also aus, wie weit eilt ein Wellengenerator dem anderen voraus. Für was kann man das noch brauchen? Also für solche Spielchen. Also man kann da zum Beispiel sowas machen. 120, dann machen wir da auch noch eine Welle. Machen wir 2000. Amplitude Vollgas und Blau. Jetzt habe ich da einmal plus 120 und da stelle ich mal minus 120 ein. Dann habe ich so eine blau-rot-grüne Welle. Ja, sowas ist machbar. Für was kann man jetzt sowas noch gebrauchen? Da muss ich mir schnell was machen. So, ich habe da jetzt mal schnell alles zurückgesetzt. Man kann zum Beispiel da draus einen Kreis basteln, und zwar indem ich den ersten Wellengenerator der X-Achse zuordne. Gehen wir mal Vorschau. Habe ich einen waagerechten Strich, den zweiten Wellengenerator der Y-Achse zuordnen. Jetzt habe ich einen schrägen Strich. Klar, bei beiden Wellengeneratoren wird die Amplitude ja größer, also geht es nach rechts oben. Dann wird bei beiden die Amplitude wieder kleiner und dann geht es nach links unten. Und wenn ich da jetzt noch eine Phase einbaue von 90 Grad, Sinus mit 90 Grad ist ein Cosinus, dann habe ich schon mal einen Kreis. So, dann machen wir das schön groß. Zum Beispiel 16 und 16. So, jetzt habe ich so einen Kreis, der läuft so um. Und jetzt kann ich zum Beispiel noch hergehen und sagen, ach, ich will noch einen Wellengenerator, der soll zum Beispiel auf die X-Achse gehen und soll aber jetzt die Frequenz 10 haben. So, und dann will ich noch einen haben, der soll auf die Y-Achse gehen, der soll auch die Frequenz 10 haben. Und der soll jetzt wieder einen Phasenversatz von 90 Grad haben. Dann kriegen wir da so Kringel. Jetzt ist das Ganze recht schnell. Deswegen müssen wir das ein wenig langsamer machen, damit wir sehen, was wir da machen überhaupt. 30. Und das hier auch. So. Und das da auch noch. So, man kann sich ungefähr vorstellen, das ist so diese Rosette. Manche kennen vielleicht die Lasershow von mir, wo es eine Rosette mit dem Namen Geile Rosette gibt, weil die halt einfach wirklich gut aussieht. Ich kann nämlich jetzt noch einen Frequenzgenerator nehmen, wieder mit 10 und da auch wieder mit 3000 Schwingungszeit und die Amplitude schön groß und sag jetzt dem Ganzen, das soll grün sein und blau. So, naja. Und das Ganze, glaube ich, war dann auf dem roten Basisfarbe drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich weiß es nicht mehr. Naja, irgendwie so wird es gewesen sein. Und so in etwa habe ich dann die Galio-Rosette erstellt. Ja. Was mir jetzt hier nicht gefällt, ist, dass das so grob ist. Ja, das liegt daran, dass wir nur 80 Punkte eingestellt haben für den Frame. Der Wert hier sagt nämlich aus, wie viele Punkte sind in einem Frame drin. In jedem Bild stelle ich mal 200 ein. Schauen wir mal, wie es dann ausschaut. Dann ist es wesentlich gleichmäßiger. Und der Wert hier heißt, wie viele Bilder pro Sekunde sollen dargestellt werden. Momentan steht hier 20 drin. Ich ändere das mal auf 50, weil mir das besser gefällt. Wenn ihr hier dann später unter Frames pro Sekunde hier den gleichen Wert drin habt, dann stimmen diese Parameter hier, sprich diese Schwingungszeit. Ich klicke mal auf Übernehmen. Da werden die ganzen Frames berechnet. Dauert einen Moment. So. Und jetzt sehen wir hier unsere Welle, unsere geile Rosette. Und wenn ich jetzt die Simulation angucke, dann sehen wir, die sieht so aus. Ja, Beam. So in etwa. Okay? Und wenn ich jetzt die Framerate hier ändere, zum Beispiel auf 25, okay, und hole die Simulation wieder hervor, dann läuft es nur noch halb so schnell. Ja, nur um das klar zu machen, wie sich das mit diesen
Frameraten und Zahl der Frames hier auswirkt. Ja, die Geschichten habe ich schon erklärt, von links nach rechts oder von oben nach unten. Es gibt noch eine Verschiebung, das wollte mal jemand haben. Da kann man das ganze Ergebnis halt noch eine Konstante hinzurechnen, um das Ganze nach links oder rechts zu verschieben. Naja, wer es haben will. Übrigens auch hier, wenn man auf die Beschriftung klickt, gibt es wieder Standardwerte. Hier nicht. Interessant. Naja, macht nichts. Und dann gibt es noch dieses Farbenmaximieren auf 255, also dass der hellste Bereich 255 ist. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht. Hoppla, das ist ja gar nicht. Machen wir den Rot und Grün. Da ist Grün. Wenn ich das jetzt runterregle, bleibt es trotzdem hell. Sieht man das, ja? Weil die Software dann immer sagt, ich mache den hellsten Wert auf Vollgas. Wenn das hier nicht gesetzt ist, wird das Ganze ein bisschen dunkler. Sieht man das? Das ist sowas wie Normalisieren für einen Audiofile. Ja, die Software malt jetzt, dass hier das Timing nicht ganz korrekt ist, weil sie sich ein bisschen schwer tut, diese 150 Frames in Echtzeit da jetzt vorauszuberechnen. Das macht aber nichts, da lassen wir uns jetzt nicht stören. Was es noch gibt, ist dieses Shutter, der zerhackt die Welle, die wir da erzeugt haben, und zwar in einzelne Strahlen. Kann man markieren, dann passiert das. Sieht in etwa so aus, aber mit 200 Punkten für ein Frame ist das fast nicht zu berechnen. Da müsst ihr hier dann schon weniger einstellen. Zwei sind zu wenig, seht ihr jetzt auch. Da müsst ihr einfach ein bisschen rumprobieren, wobei es manchmal wirklich interessante Effekte gibt, wenn man da kleine Werte nimmt. Das sieht ja manchmal wirklich verblüffend aus. Manchmal ist es wirklich so, dass es schön ist, mit dem Wellengenerator rumzuspielen und gespannt auf das Ergebnis zu warten. Eine Welle erzeugen, gezielt, mit einem bestimmten Ziel, ist nicht so leicht wie sowas. Naja, da kann man ziemlich viel machen. Viel Spaß beim Spielen, Jungs. Sowas zum Beispiel. Das ist eigentlich ganz nett, wobei der Framecount jetzt natürlich furchtbar ist. Das geht nicht. So geht. Also müssen wir ein bisschen gucken, dass der Framecount da oben erträglich ist. Bis 6000 müsste eigentlich ganz gut gehen. Erfahrungsgemäß sind doppelte Werte recht brauchbar. Aha, sehen wir schon. Naja, das haben wir so eine Strahlenwelle mit X- und Y-Koordinaten und Rot und Grün und Blau. Wunderschön, was man da alles machen kann. Dann machen wir noch eine blaue dazu, dann wird das Ganze noch schöner. Und wenn mir das jetzt so gut gefällt, klicken wir auf Übernehmen. So, da ist übrigens ein kleiner Rechenfehler drin gewesen. Da war die Linie durchgezogen, sollte nicht sein. Und das hier ist das Ergebnis. Das kann man jetzt speichern. Und zwar als eine Figur nehmen wir unsere tolle Welle in unserer neuen Show. Unsere Welle. Jetzt wird natürlich gleich jeder maulen und sagen, das ist ja gar keine Welle. Aber der Wellengenerator steckt dahinter. Und ihr werdet es nicht glauben, wie viele Figuren es wirklich gibt, wo der Wellengenerator drin steckt. Ja. Was auch noch sehr schön ist, jetzt zum Schluss, ich habe noch ein paar Sekunden. Was sehr gut aussieht, ist, wenn man Wellen macht und benutzt dann diese Bildkopien. Das sieht man auch in sehr vielen Shows. Das sind dann diese doppelten Wellen, die dann so auseinanderlaufen, auch von der Mitte weg oder so. Das seht ihr bestimmt mal. Ja, soweit so gut. Das war jetzt der Wellengenerator, der zweite Teil. Ich hoffe, ich habe genügend erklärt. Wenn es noch Fragen gibt, dann schreibt ihr mir einfach eine E-Mail oder fragt mich und dann gucken wir mal, wie wir da jetzt weiterkommen mit der ganzen Sache. Ja, 10 Minuten sind um, also bis gleich zum nächsten Tutorial-Video.